Guten Morgen, liebe Schüler. Heute ist die letzte Leistungskontrolle vor den Ferien. Ich hoffe, Sie haben gelernt und haben immer schön im Unterricht aufgepasst. Ja, erlaubt ist das übliche Schreibzeug, ein Lineal und ein Taschenrechner. Und Bearbeitungszeit ist 45 Minuten und das Ganze beginnt ab jetzt. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer Kreuzworträtselrunde. Wow, da habe ich jetzt das Intro super hingekriegt und verhaspel mich am ersten Satz. Italienisch eher. Mal gucken. Ich gebe mir heute 45 Minuten. Es ist die letzte Folge, wie gesagt, bevor jetzt erstmal eine Weile Ruhe ist. Essbare Kastanie. Das ist eine gute Frage. Wie hießen die Dinger nochmal? Geben wir erstmal Egon ein. Endgürtel. Was? Dreiergruppe ist ein Trio. Ach, Erdgürtel ist der Mond. Nicht. Nee. Tierfell ist ein. Ach Mann. Demzufolge ist erstmal Ergo, nicht Ego. Pelz. Pelz ist der Tierfell, das Tierfell. Machen wir das mal. So. Erdgürtelzone. Okay. Esskastanie. Ah, wie heißen die? Maronen. Bam. Gewerkschaft. Die GM, was weiß ich, nein. Vorbereitung ist, Präparation ist, keine Ahnung. Ehemaliges US-Abwehrsystem. Oh, was gab's denn da? NORAD? Nee, das war nicht. Wie hießen diese Stufen? Verbindungsteil, Adapter. Machen wir das erstmal. Altnordische Dichtungen. Das Autoteil ist bestimmt der Draht, ja. Okay, Obstart ist die Traube, nicht die Trauer. 1000 Milliarden sind wahrscheinlich Billionen. Ja. Systembetreuer ist der Admin. Kurz für Administrator. Reizleiter sind Nerven. Ja, Schlammlawine. Mehrzahl, Mooren. Genau, das war das. Schottischer Musiker. Uff. Machen wir erstmal die Rate. Rollkörper ist eine Kugel, ist eine Zylinder, ist, wissen wir noch nicht so ganz. Aber Radium wissen wir. Französisch Sommer. Zu Anfang ist erst. So. Räder sind Rollkörper, ja. Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist die Börse. So. Notsignal ist SOS. Kunststil. Nö. Machen wir erstmal die Oboe hier. Dann machen wir Speisen zubereiten. Das ist Kochen. Das weiß ich auch. Skandinavische Münze. Weiß ich jetzt leider auch nicht. Tierwaffe. Horn. Nein. Tropische Bohnenfrucht. Ach Gott, wie hieß denn das Ding nochmal? Machen wir erstmal ehelos. Ist ja auch ein schönes Wort. Greifwerkzeug. Terrain ist Ebene. Nee. Ist keine Ebene. Kram, Zeug. Ja. Wenigstens das haben wir. Vorbereitung. Oh Gott. Landschaft. Anordnung ist eindeutig Urea. Nein, natürlich nicht. So, Azalee könnte das jetzt so sein, aber das weiß ich noch nicht. Paradiesgarten ist erstmal Eden. Vorbereitung. Oh, was könnte das sein? Die altnordischen Dichtungen. Edda ist tatsächlich richtig. Oh, das war halb geraten. Das war irgendwie so im Hinterkopf noch. Dann ist die Tierwaffe die Kralle.
Ja, die Kralle. Und ich glaube, das war Okra. Genau. Da ist das hier Rokoko. Und skandinavische Münze war Öre. Ja. Sagt mir noch was. Sagt mir noch was. So, was haben wir dann noch? Skandinavische Land. Nee, ne, einfach nur eine Landschaft. Eine Landschaft. Oh, was könnte das sein? Greifwerkzeug. Was ist denn ein Greifwerkzeug? Zange. Nee, nichts. So. Die Landschaft ist die Gegend. Aha. Okay. Anordnung. Ein Terrassenareal, wie es aussieht. Okay. Zierpflanze, Akelei. Das ist es. Okay. IG Metall. Oder so. IGM. Was haben wir noch? Anordnung. Ukal? Nee. Was ist denn eine Anordnung mit UK? Puh. Eine Vorbereitung. Also erstmal die Vorbereitung ist die Planung. Ja, genau. Und ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll jetzt hier. Also ich müsste Buchstaben raten, wie es aussieht. Lu. Italienisch R. Also wie wäre es denn? Was wäre denn? Im Spanischen ist es Yo, tu, Ilja, Lue, nee. Luz kann es auch nicht sein. Lua? Nee. Okay. Ida. Nee, ist auch nicht. Ach nee, Lua war ja schon falsch. Genau. US Defense System? Nein. Defense. Oh Gott. Okay, nee. Ich frag mich wirklich, was für eine Anordnung soll denn das sein? UKAT, UKATS, UKW? Nee. UKA? Nee, auch nicht. Also ganz ehrlich, ich probiere mal durch. Ich habe keine Ahnung, was die für ein Wort suchen. UKAS? SDU, SDI, Louis. Italienisch, er ist Louis. Aha, guck mal einer an. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten und versuchen erstmal das Lösungswort zu kriegen. Kladderadatsch. Wunderschönes Wort. So, Make-up ist das. Da haben wir hier ein K schon mal. Hafenmauer ist Kai. So, dann haben wir hier IP. Was noch? Verpflegung liefern. Katern. Nippes ist Kladderadatsch. Dann ist das hier ein P. Derb, Balla, Balla. Irre. Bekloppt. Nee, passt nicht. Naschereien, Süßigkeiten, Schokoeier.
EDT ist das. Brauch ist Ritus, ist irgendwas anderes noch, weiß ich nicht. Bei Lärm passt Lärm rein, aber wird es nicht sein. Persische Sprache. Was haben wir noch? Abi. Und Held könnte Idol sein. Dann ist hier ein D. Schirmmütze ist ein Basecap. Also A, D. Tadel. Nein. Windrichtung ist Ost. Warte mal, dann ist ja. Dann ist das ja nicht. Angestrebte Absichten. Was könnte das denn sein? Auf jeden Fall haben wir die drei mit einem C. Gucken wir mal weiter. Kurz für Webcam. Cam. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann ist das Make-up, war ja eh. So, CK, okay. Was haben wir hier gehabt? P. Okay. Nicht vertraut, fremd. Rückzugsort. Ja. Fahrgastbetreuer schaffen. Nee. Steward. Okay. Aus welchem Grund? Weshalb? Dann ist das hier ein L. Ich würde sagen, es könnte der Packesel sein, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es ist aber, wenn das hier Rückzugsort, eine Oase vielleicht? Vorausgesetzt das. Tonträger könnte eine CD sein. Brandrest ist Asche. Also könnte das auch was anderes sein, eine LP oder sowas. Oder, also, so war? Nee. Was? Das ist ja auch cool. Das ist ja wirklich cool. 3785 Liter. Ich habe keine Ahnung von der Zahl, aber ich weiß, was es ist. Das ist sehr schön. So, das hier ist. Also, ich würde sagen, es ist Packesel. So, und dann wollen wir mal. Ich habe ja nur 45 Minuten, habe ich gesagt. So, sagt meine Uhr. Davon habe ich schon ein gutes Drittel weg. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Rückzugsort. Ist das eine Oase? Ja, ist es. Fahrgastbetreuer ist der Steward. Yep. Nicht vertraut ist fremd. Amberg ist AM. Englisch Larve ist Larva. Easy. Showgröße ist ein Star. Reset ist der Neustart. Kartenspiel, weiß ich noch nicht, Mau oder was? Backwerk ist ein Brot. Darmausgang ist der Anus. Ja, dann ist das hier Uno. Tenor ist das hier. Da haben wir hier etwas halb, wie ich gesagt habe. Und das hier ist die Gallone. Ja, jetzt wissen wir, das sind 3785 Liter. Brandrest ist natürlich die Asche. So. Ta. Was? Tölpel ist ein was? Abstoßen finden, ekeln. Ja. Okay, solange. Dann ist das hier die LP. So. Und dann ist das der Tabs. Ach so. Arsen. Mache ich mal noch nicht. Denn ich kann ja Nippes eintragen und dann passt das. So, ungehobelt ist rau. So, Markoib haben wir auch drin. So, kurz für Webcam ist Cam. Verpflegung ist Catern. Wissen wir doch. Ja, hehe. Das ist der Papa. So, weil das hier ist ja das Basecap gewesen. Abi. Hätte auch Mama sein können an der Stelle. So, Lärm. Weiß ich noch nicht. Aber wir wissen, das hier muss Ost
Warte mal. Windrichtung. Oh nein, Süd-Südost oder was? Oh, das ist dumm. Das ist so dumm. Das ist sowas von. Oh, das ist, könnte man ja fast als als Schikane bezeichnen. So, dann ist das ja doch das Idol. Oh. Ja, hätte man sich ja fast denken können. So. Und dann ist das der Radau. Dann ist das bestimmt Fasi. Ja. Ziele sind die angestrebten Absichten. Easy. Teil des Herzzyklus. Oh Gott. In die Insektizid-Abkürzung. Hm. Dann machen wir erstmal hier Süßes rein. So, Bild. Keine Ahnung, ich würde das Ding zum Beispiel, also ich weiß nicht, was ein anderes Wort für Bild ist, aber Zeitung kommt hier definitiv nicht rein. Wäre auch vom Wortsinn her falsch. So, Insekten-Ex. Nein, keine Ahnung. Okay, hier kommt. Was könnte das denn sein? Okay, Brauch. Brauch. Nee, keine Ahnung. Was könnte das sein? Balla, balla. Derb für balla, balla. Balla, balla ist ja schon ziemlich derb. Sau doof. Oder. Nee, es ist sau doof. Da ist nicht ein Buchstabe mehr und da ist nur ein U. Und kein CK. Ein Usus. Usus, das lateinische Wort für Bär. Ja, natürlich. Nein, nein. Okay. DDD? Nee. Das wäre witzig. Oh Mann. King DDD. So, das Bild ist das Foto. Mhm. Okay, Systole? Nee. Pistole? Nee, auch nicht. Teil des Herzzyklus. Aber ich probiere mal DDT. Doch. Okay. I, Y, Systole. Mich nicht, wo ich das Wort hergezogen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so keine Ahnung. So, wie weit stehen wir denn? Aufnahme bei 18 Minuten noch was. Ja, jetzt wird es erst spannend. Jetzt stelle ich mal um zu einem der letzten Male. Einem der letzten Male. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Drang, ein Edelmetall zu finden. Goldrausch. Bam. Nicht übel. Wenn schon. Wenn gleich. Spöttisch, schöner Mann, Französisch. Na, ah, schade. Drum ist es nicht. Britischer Sagenkönig. Ja. Antriebsgerät für Mühlen. Mühlstein? Nee. Mühlrad? Nee, warte mal. Klappt auch nicht. Garant. Bestrafen. Ahnden. So. Stadt in Südwestengland. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mild sanft ist zart vielleicht? Nee. Aus hart wird zart. So. Aufnehmen eines Films. Shot? Nee. Okay. Dreh. Das ist der Dreh gewesen. Shot ist bloß für die einzelne Szene. Trockene Halme des Getreides. Upsa. Eine der Gezeiten. Easy. Könnte entweder Ebbe oder Flut sein.
Englisch Datei ist natürlich File. Und dann haben wir hier die Flut. Und das war es damit schon. Angehöriger eines Reitervolkes. Ja. Ich weiß nicht, welches Reitervolk da jetzt gerade gemeint ist, aber das kriegen wir noch raus. Was haben wir hier? Start in Süd. Das sieht mir ziemlich, in Südasien sieht mir ziemlich nach Indien aus. Ist es auch? Okay, mild, sanft. Lind? Nee. Was haben wir hier? Der Leader? Nee, der Leiter. So. Okay. Angehöriger eines. Mild, sanft. Ist das wirklich Lind? Das ist ja komisch. So, dann haben wir hier den Hunnen. Aha. Ah, hieß das Exeter? Ja. Nie da gewesen, aber ich kenne den Namen. Ungelenk, unbiegsam, ist fest, ist. Was ist das? Was haben wir hier? Früherer Papst, Palast in Rom. Keine Ahnung, das Kolosseum, vielleicht war das mal einer. Woher soll ich denn das wissen? So, machen wir hier mal eine Made rein. Ja. Wehgeschrei. Ja. Aua! Autsch! Uff! Geheimgericht, war das? Nee. Das war das nicht. Wie komme ich denn darauf? Ewiger Schnee im Hochgebirge, ist nicht reif, oder? Ackerunkraut, Nelkengewächs. Teil des Bruches könnte der Nenner sein, aber auch der Zähler. Und ich hatte gerade Glück. Verschönerndes Beiwerk. Weiß ich noch nicht. Fruchtstein ist der Kern. So. Gestalt aus Tausend und eine Nacht. Kommt drauf an, wie man schreibt. Aladdin. Mit einem L, einem D. Landschaftsgarten. Ein Park. Na, haben wir doch. Ja, probieren wir es mal. Bäm, Aladdin passt. Verschönerndes. Keine Ahnung. Ach, eine Zier ist das. Ja. Anstrengung, Mühe. Strapaze. Strapaze kommt aus dem, keine Ahnung, italienischen? Strapazi? Strapaziatella. Okay. Ich würde sagen, Diskussion ist das Lösungswort. Insekt mit Stachel. Biene? Nö. Was gibt's denn noch für Hummel? Nee. EDV-Schnittstelle. USB. Aha, es ist immer USB. Z. Heilmaßnahme. Kur. Und dann weiß ich nicht. Muss aber nicht richtig sein. Von Wasser umgebenes Land ist eine Insel. Hui. Okay, was haben wir hier noch so? Orgelteil, Pfeife. Selber Pfeife. Das ist dann die Wespe. So. Dann ist das hier das Fußbad und hier belgischer Kurort ist wohl dann Spa. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich, wo so Spa herkommt als Wort. Oder heißt der Kurort vielleicht wirklich so? Und seitdem heißt alles Spa, was so ist. Senkrechte Gerade ist Diagonale? Nee. Ach nee, Senkrechte ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, hier kommt ein E hin. Senkrechte Gerade. Gucken wir mal, was die wollen.
Okay, rechter Nebenfluss der Donau. Ach, ich weiß nicht mal den linken. Auftraggeber, Mandant. Ist sicherlich kein Kunde. Ist was anderes. Kaltes Erfrischungsgetränk ist mal wieder der Eistee. So, Himmelskörper ist der Planet. Okay, Baumteil ist der Ast. Ha. Okay. Ist das hier eine Vertikale? Ah, das meinten die. Okay, Fes ist die Kopfbedeckung. Okay, rechter Nebenfluss der Donau. Ella, Alla, Knaller, weibliches Lasttier, Eselin. So, Zugmaschine ist die Lok. Auch nicht so schwer. Begleitmannschaft ist die Eskorte. Und dann ist das hier. Eine Gabespende ist doch kein Opfer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Warte mal. Gereinigter Zucker. Raffinadezucker. Ja, dann muss das wohl ein Opfer sein. Ich weiß nicht, wenn man etwas spendet, ob das wirklich eher so ein. Also eine Gabe ja, aber eine Spende. Üblicherweise opfert man da ja nicht so viel. Wenn man was geben kann, kann man was geben. Trockene Halme ist Stroh gewesen. Ah, natürlich. Steif. Steif ist das. Wie die Teddybären und Stofftiere. Die sind auch steif. Von steif. Hastig, dringend, eilend. Eilig, eilig. Ja. Früherer Papstpalast. Weiß ich immer noch nicht. Was haben wir hier? Wehgeschrei. Gejammer. Boah. Gedingse. Ach, ich weiß es gerade nicht. Arabisches Fürstentum ist ein Emirat. Gezeter, meinen die wohl? Ja. Okay, ewiger. Das weiß ich. Das weiß ich jetzt. Yay. Firn. Ach, das ist wirklich schön. Jetzt, wo ich weiß, wo das Wort herkommt, und auch Firnontor kenne, merke ich mir das. Ewiger Schnee im Hochgebirge ist Firn. Also ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo mal das Wort Firn lest, dann wisst ihr jetzt, das hat was mit ewigem Schnee im Hochgebirge zu tun. Das ist wunderschön. Geheimgericht ist Fame. Nein, weiß ich nicht. Was ist denn das? Nelkengewächs? Okay, nee. Femme. Okay. Laderan? Nee. Aber was ist denn das jetzt wieder? Lammeran? Lateran. Ah. Ja, ist schön für die. So, Obig, nein. Odig, nein, auch nicht. Olig, ich habe keine Ahnung, wie dieser Dichter heißt. Onig, nee. Oxid? Achso, D ist da am Ende. Orid, Olid, nee. Okid. Opit, Ozit, Orit, Otit, Nö, Ovid im Sinne von V. Ah, okay. Römischer Dichter ist ein Ovid. Merke ich mir jetzt bestimmt. Zum Glück gibt es kein nächstes Mal, wo ich das zu unter Beweis stellen muss. So. Wenn schon, wenn gleich. Uff. Britischer Sagenkönig. Wen gab's denn da?
Einen Lord? Nee. CIA? Okay, ja. Ich glaube, das hier ist irgendein Rat. Aber was für ein Rat? Laut atmen. Schnauben. Gute Frage. Aber wir werden mal das O eintragen erstmal. Struppig, stachelig, borstig. Haha. Okay, ein Garant ist ein... Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht gerade. Bindewort. Dies? Nee. Nee, nee. Das. Mit Doppel-S. So. Das. Das. Rad. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das französische Wort war. Ich weiß, es war schon mal in einem Kreuzworträtsel drin. So, was haben wir hier? Laut atmen. Hoch. Dann machen wir erstmal das. Tröten? Nein. Jetzt wird's richtig schwierig. Jetzt wird's schwierig. Was sagt... Okay, also rein theoretisch kann ich mir sogar noch ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich sage 45 Minuten für die Leistungskontrolle, dann ist das noch okay. Wenn das wenigstens. Wenn schon. Was könnte das heißen? Machen wir erstmal den Klienten hier. So, jetzt habe ich das. Ups. Okay, ja, ist wieder richtig. Ist wieder richtig. Obgleich, obwohl. So. Ach, dann ist das Wasserrad. Ja. Ich versuch's nochmal. So, jetzt haben wir's. Der Garant ist der Bürger. Ja. Oh, es wird. Laut atmen. Prusten. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser eine Buchstabe, oder? Schöner Mann ist... Ach ja, genau. B-E-A-U. Und dann ist Lear wohl der Sagen-Dings da. So, und irgendwas fehlt noch. Ah. Illa. Super. Oh, wir haben es geschafft. In 15 Minuten 44. Wir haben damit... Insgesamt für dieses gesamte Video 34 Minuten und 15, 16, 17 und so weiter gebraucht. Und, wow, cool. Also, ich muss schon sagen, also das war eindeutig eine Leistung in Richtung einer 3. So, auf jeden Fall rechtzeitig abgegeben. Ja, wenn ist alles... soweit gut gelaufen und ich hoffe, das war eine schöne letzte Folge, nochmal mit dem T-Online-Rätsel und ach, was weiß ich, wisst ihr was, nee. Huch,
Wir haben noch eins. Und ja, das mache ich jetzt schon mal. Und jetzt ist es richtig dargestellt, fast. So, jetzt ist es mehr oder weniger richtig dargestellt. Ich werde nicht mehr, ich hau noch hier eins drauf. Geben wir uns das doch einfach mal. Englisch zu Hause ist easy, das ist ein M. Singvogel. Fink. Kleidungsstück weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass der ist Phil. Deswegen ist das hier ein I. Kleidungsstück könnte so alles Mögliche sein. Ein Shirt. Dann wäre das ein Star vielleicht. Gucken wir mal. Orientalisches Zauberwort Sesam. Dann wäre das ASD. Zweierverbindung ist ein Duo. Ja, okay. Dann ist das hier ein S. Dann haben wir hier ein Star, also ein A. Das war M, A. Was ist hier? Gewickelter Hüftrock. Ja, das ist gut. Das könnte wieder Aeon oder Era sein. Es ist mir sowas von egal. Ein Auge. Ah, hier Era. Es ist diesmal das Zeitalter. Schön, schön. Das hier ist ein Auge. Also. Sensation. Ja. Weiß ich noch nicht. Gedränge. Was ist ein Gedränge? Ein Pulk? Nee. Es muss ja ein E am Ende haben. Egal. Sehen wir mal, was wir hätten, wenn. Also das hier ist ein Au. Eine Bekanntmachung ist Au. Also es ist nicht Outing. Eine Dynamik. Elan? Bin mir noch nicht so sicher. Was haben wir hier? Also A, keine Ahnung. I. S. Oh Gott. Eine Stadt am Michigansee sagt mir doch nichts. Stoffmuster. Mini GmbH ist ein. Ist eine. Ach, wie hieß denn das nochmal? Mini GmbH. Das ist doch dieses 1 Euro GmbH-Ding. Ich komme noch. Ach, eine UG ist das. Eine UG, natürlich, ja. So, dann haben wir hier G. O. Ski. Cargo. Könnte also ein C sein. Manisch? Manisch vielleicht? Dann wäre das hier ein H. Bin mir noch nicht sicher, was das ist, aber machen wir erstmal weiter hier. Also, ich sage, das Lösungswort ist, sollte dann manisch sein. Gucken wir mal. Wappentier ist natürlich der Drache. Haha. Sensation. Machen wir erstmal die Ära hier rein. Punkt auf dem Würfel ist ein Auge. Und dann gewickelter Hüftrock. Der gewickelte Hüftrock. So, Dynamik, echt Elan, ja. Der Clou ist das. Dann ist das der Aushang. Oh, ja. Zweierverbindung ist das Duo.
Was haben wir noch? Montag ist MO, Folge auf der Tastatur ist dann ASD. Dann haben wir hier Huch, Sesam, dann haben wir hier den Star. Dann Kleidungsstück. Immer noch. Keine Ahnung. So, Phil ist das. Das hier ist der Stil. Großer Zweig ist ein Ast. So. Dann ist das hier wirklich das Shirt. Schön. Dann ist das Chicago. Jetzt weiß ich, dass das am Michigansee liegt. So, bisher sieht es aus, als hätten wir... Magisch. Magisch. Es ist nicht manisch, es ist magisch. Sprong. Strong. Sarong. 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 Okay. Wer es mag. So, dann haben wir hier die Kuh. Das Karo-Muster. Sachgebiet. Dach. Sach? Nee. Ein Fach. Natürlich. So, und jetzt haben wir hier den Ast. Und wir sind fertig. Natürlich. Auch wie auch immer ich auf manisch gekommen bin, wenn es doch magisch war. Ja, war so ein freudscher Verdenker wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall, es hat mich sehr gefreut. Und vor allem die ganzen letzten 100 Folgen haben mich gefreut. Es ist schön gewesen. Es war wahrscheinlich mal was zum Dazulernen. Hätte ich die Zeit, würde ich das auch gerne weitermachen. Wahrscheinlich weniger mit irgendwelchen Kreuzworträtseln, sondern eher mit so Sachen, wo ich mal mein Wissen auf die Probe stellen kann. Also mein Allgemeinwissen, so Quizzes oder sowas, das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Es ist auf jeden Fall, man lernt ja eher dazu, wenn man Sachen gesagt kriegt, die man noch nicht weiß. Und manchmal in so einem Quiz weiß man zum Beispiel auch manchmal Sachen noch nicht. Und ja, ich bin am Überlegen, was ich mache, wenn ich mal wieder die Zeit dafür habe. Es wird auf jeden Fall was sein zur geistigen Selbstverbesserung. Und wer da mitmachen will, kann da gerne mitmachen. Wer da nicht mitmachen möchte, kann da auch gerne nicht mitmachen. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein bisschen Spanischunterricht mit Pokémon-Spielen. Ist eine super Art und Weise, Sprachen zu lernen, weil Pokémon-Spiele sind ziemlich einfach, was die sprachliche, also generell haben die eine leichte Sprache. So, und damit würde ich jetzt aber mal das Video beenden. Wo wir gerade bei Pokémon waren, würde ich gerne noch sagen, am Wochenende steht erstmal bei mir an Pokémon Legends Arceus. Moment, ich werde mich jetzt folgendermaßen drauf festlegen und ich werde das vielleicht ein-, zweimal erklären und danach nie wieder. Für mich heißt dieses Pokémon jetzt ab sofort ganz offiziell Arceus. Oder Arceus. Ich überlege noch. Arceus, je nachdem, wie es leichter von den Lippen geht, aber auf jeden Fall Arceus oder Arceus heißt dieses Pokémon jetzt für mich. Ihr wisst, welches ich meine, vermutlich. Auf jeden Fall, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man es nennen kann. Und teilweise sind da sogar die eigenen Angaben von den Pokémon-Websites widersprüchlich, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Im Japanischen nicht, weil tatsächlich da ist es ganz eindeutig Arceus. Irgendwie so in der Art. Aber da man sich irgendwie nicht einigen kann, anscheinend, wie man es denn jetzt im Englischen oder im Deutschen nennen möchte und ich in Trailern tatsächlich jetzt momentan gar nicht gesehen habe, wie sie es denn genannt haben. Auf Deutsch gab es das sowieso irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob irgendwann mal eine Werbung auf Deutsch kommt, aber zumindest in den englischen Videos mit den Untertiteln, die ich gesehen habe, ist es mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja, jedenfalls. Oder da haben sie Arceus gesagt und mir ist es echt nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, ich persönlich nenne es jetzt einfach Arceus. Und genau dieses Spiel, Pokémon Legends Arceus, niemand kann mir sagen, dass es falsch ist,
werde ich auf jeden Fall ordentlich streamen und so. Und ja, ab Freitag, dem jetzigen kommenden, dem 28. müsste das sein, ja, genau. Und dann wahrscheinlich fast das ganze Wochenende durch, weil das ist ein Spiel, in dem man sich verlieren kann. Und ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr macht mit und ja. Also jeder, also ich habe tatsächlich schon mal das Spiel ein bisschen angespielt und ich kann sagen, es lohnt sich wirklich, sich das zuzulegen. Für viele Arten von Leuten und vor allem für Leute, denen die, das bisherige Pokémon so ein bisschen zu fade geworden ist. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt aber mal wirklich. Die 45 Minuten sind um. Klingelzeichen kam nicht, aber der Lehrer beendet die Stunde und das mache ich jetzt dementsprechend. Und ja, es ist, kommt gut durch die Ferien und vielleicht sehen wir uns im nächsten Schuljahr wieder. Tschüss.